3 gewann der FC Wiel das letzte Derby gegen St. Gallen. Klar, dass die Wieler Fans noch einmal an dieses Schützenfest erinnerten. Alexander Savarov, der neue Trainer des FC Wiel, war damals vor 10 Monaten natürlich noch nicht mit dabei. Der Ukrainer saß heute erstmals auf der Bank. Die Partie startete zäh. Winkler behagte nach einer Viertelstunde Naldo. Freistoß für St. Gallen und damit erstmals Hoffnung auf eine Torszene. Bühne ungenügend, Pavlovic 1:0. Dusan Pavlovic, der Ex-Wieler, war für den ersten Treffer besorgt. Sein Schuss allerdings noch abgelenkt von Romano. ...15 Minuten absolviert, der FC St. Gallen machte sich daran, die Schmach des 11:3 zu tilgen. Wiel-Trainer Savarov von einem Einstand nach Maß konnte keine Rede sein. In der Folge allerdings fanden die Gäste besser ins Spiel. Nuschi, Lustrinelli, mit einem guten Schuss nur 4 Minuten nach dem 1:0. Schöne Spielzüge gab es kaum zu sehen, viele Fouls, viele Freistöße und ein solcher hätte beinahe zum Ausgleich geführt. Lustrinelli stieg höher als 2 St. Galler. Eine gelungene Szene in einem bisher doch eher müden Ostderby. Grün-Weiß bekundete Mühe, wieder der FC Wiel mit einem Freistoß. Razzetti klärte kompromisslos. Wiel mit mehr Spielanteilen und den besseren Ansätzen. St. Gallen-Trainer Peischl versuchte sein Team zu ordnen. Doch Wiel blieb am Drücker. Angiarati. Kurzer Adrenalinstoß vor dem Seitenwechsel, die Höhepunkte aber blieben rar. Enttäuschend, wie emotionslos die Mannschaften ihr Programm abspulten. So richtig farbig war es nur außerhalb des Stadions. Auch die Fans hatten die Hoffnung auf ein Torfestival bereits zur Pause aufgegeben. Der FC St. Gallen war einiges schuldig geblieben, es konnte nur besser werden. Und tatsächlich, Mensah, Suter. Endlich lief der Ball über mehrere Stationen. Kaum zu glauben, dies war erst die 2. nennenswerte Tormöglichkeit für St. Gallen. Derby-Stimmung? Naja, immerhin, es blieb spannend. Lustrinelli mit einer weiteren Halbchance, doch immer noch 1:0 für St. Gallen. Der FC Wiel erhöhte den Druck, aber irgendwie fehlten die zündenden Ideen. Rizzo, Stereotyp durch die Mitte, Razzetti nur bedingt gefordert. Wiel-Investor Belanov, wie 10.000 weitere Zuschauer im Espenmoos, noch nicht begeistert. Eine Stunde vorbei, wieder ein Freistoß, Renkli, toll gemacht. Nur die Länge einer St. Galler Bratwurst fehlten zum 1:1. Jetzt wurde die Partie animierter. Mensah laufstark, trippelfreudig, gebremst von Fabinho. Doch Schiedsrichter Rutz zeigte auf den Elfmeterpunkt. Wütende Wieler Proteste. Wir behelfen uns der Wiederholung, die zeigt, dass Fabinho den Ball mit dem Arm berührt hatte. Der Penalty vertretbar. 67. Minute, Mensah gegen Böhne, souverän das 2:0 für St. Gallen. In einer Phase, in der Wiel nahe am Ausgleichstreffer gestanden hatte. Der Treffer zeigte Wirkung. Das Anspiel direkt nach dem 2:0. Die Gäste geschockt. Mensah schnappte Mangiarati den Ball vom Fuß. Mensah, Böhne, klärte, aber nur bis zu Barnetta. Herrlich das 3:0. Tranquillo Barnetta mit Gefühl. Der St. Galler Doppelschlag, 2 Tore innerhalb von 1 Minute. Das Kantonalderby war entschieden. Oder doch nicht? Wiel bäumte sich noch einmal auf. Lustrinelli, Lustrinelli! Typisch diese Szene für die gesamte Partie. Wiel kämpfte unglücklich und war in den entscheidenden Momenten zu wenig kaltblütig.
Bei St. Gallen lief es jetzt natürlich wesentlich besser. Die Blockade war weg. Mensah. Jenny in der Mitte, völlig frei, 4:0, es brachen alle Dämme. Der FC St. Gallen nahm Revanche für die 11:3 Schmach. Lange Zeit hat es allerdings nicht danach ausgesehen. Bieler Ehrentreffer, ja oder nein? Diese Frage wurde 8 Minuten vor Schluss beantwortet. Rogerio schob den Ball an Razzetti vorbei zum 4:1 ins Netz. Am ersten St. Galler Heimsieg in dieser Saison änderte sich